Stellen Sie sich vor, Sie sind berühmt. Sie haben viel Geld, schauen blendend aus und die Frauen oder die Männer, je nachdem, rennen Ihnen die Türen ein. Doch was passiert, wenn Sie gleichzeitig verheiratet sind? Könnten Sie den Verlockungen widerstehen? Herzlich willkommen im Wiener Burgtheater zu unserer Aufzeichnung von Hermann Bahrs hinreißender Ehekomödie Das Konzert. Das Stück ist legendär und genauso legendär sind die Seitensprünge der Hauptfigur. Es geht um einen Pianisten, der schon etwas in die Jahre gekommen ist, seine Frau aber immer noch nach Strich und Faden betrügt. So lange, bis sie es ihm gleich tut, was er gar nicht mehr so lustig findet. Ein Klassiker eben. Beim Publikum ist die Aufführung mit Peter Simonischek in der Hauptrolle ein regelrechter Hit. Nach der Premiere vor rund einem Jahr im kleineren Akademietheater ist sie jetzt sogar ins große Burgtheater verlegt worden. So sehr hat das Publikum die Aufführung gestürmt. Bevor es losgeht, werfen wir noch einen kurzen Blick hinter die Bühne. Ich bin hier bei Peter Simonischek in der Maske. Herr Simonischek, danke, dass Sie noch kurz Zeit für uns haben. Gern. Sie spielen einen etwas in die Jahre gekommenen Künstler, der trotzdem von den jungen Damen die Finger nicht lassen kann. Was treibt ihn denn an? Ist es nur die Libido? Ja, es ist sicher das Problem, dass er nicht alt werden will. Er hat ja also sehr schöne Formulierungen, wie er gegen dieses Altwerden ankämpft und er hat irgendwie das einfach verpasst, einzusehen, dass man älter wird. Welchen Verlockungen sind denn Sie als bekannter Schauspieler so ausgesetzt? Sie meinen in dieser Hinsicht? In jeder Hinsicht, aber in dieser besonders. Ja, das ist ja auch in dem Stück ganz, deswegen ist es ja auch so gut, weil das ist ja nicht einfach nur ein schleimiger Verführer, sondern er braucht es ja viel mehr zur Selbstbestätigung, als er das, sozusagen die sexuelle Betätigung wirklich braucht. Ne? Und wo holen Sie sich Ihre Selbstbestätigung? Auf der Bühne? Ja, natürlich. Das ist das Beste für einen Schauspieler, wenn er es dort holen kann. Dann auf zu den Schurkentaten auf der Bühne. Ja. Toi, toi, toi. Wenn das Publikum über den alternden Gigolo und dessen Missgeschicke lacht, dann lacht es wohl auch ein bisschen über sich selbst. Immerhin soll jeder Dritte seine Frau schon einmal betrogen haben. Das sagen zumindest die Statistiken. Doch auch die Frauen sind keine Heiligen mehr. Geht es nach den jüngsten Umfragen, betrügen sie inzwischen sogar schon öfters als wir Männer. Wer hätte das gedacht? Sehen Sie jetzt das Konzert von Hermann Bahr. Gute Unterhaltung. Oh! Konzert, alle Ihre Stunden fallen aus. Oh. Ich verreise. Meister, so lieblich, aber Gott, so Gott. Fräulein, helfen Sie mir beim Packen. Ich bin untröstlich, meine Damen, der Versehen meines Sekretärs. Ich dachte, Ihnen wurde abgesagt. Ja, wie gesagt, untröstlich, aber in 2-3 Tagen bin ich wieder zurück.
Fräulein! 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 Was ist denn? Er verreist. Verreist! Verreist! Verreist? Die Stunden fallen aus. Auch morgen. Er gibt ein Konzert. Alle unsere Stunden fallen aus. Aber... Fräulein! Ich brauche Ihre Hilfe! Fräulein! May I help you? Nein, das geht doch nicht, schwere, zarten Damen. Gib mir mir, Meister. Kinder, seid ihr krank? Vertrauen Sie mir, Ihre Wäsche an. Hört doch schon auf, ihr wisst, ich mag das nicht. Macht einen ja ganz befangen. Wird mir denn nichts gewährt? Wer kann denn solchen Augen widerstehen? So, jetzt helfen Sie mir. Also weiter, packen, packen, rasch, Kinder, rasch. Ja. Sonst versäume ich noch mein Konzert. Rasch, Kinder. Oh. Meister. Die schönen Blumen, Evje, danke. Wissen Sie, dass das meine Lieblingsblumen sind? Ich möchte mit. Wohin? Zum Konzert. Wie, zu welchem Konzert? Ach so. Warum denn nicht? Das ist ein Privatkonzert. Dann darf ich auch mal mit in so ein Konzert. Na ja, wer weiß. Kommt Zeit, kommt Rat. So ein Privatkonzert. Mein liebes Kind, benutzen Sie die Tage zum Üben. Die Kunst, mein Kind, die Kunst verlangt den ganzen Menschen. Aber doch nicht die Wärmeflasche, Miss Garn, die kommt doch nicht in den Koffer. Die Wärmeflasche brauche ich auf der Fahrt, für meine Hände. Sonst verkühlt mein Anschlag. Professor, Ihre Mütze. Na ja, endlich, Fräulein. Ich verreise. Ich habe doch Ihre Mütze gesucht. Ja. Die hing ganz hoch oben auf dem Apfelbaum. Na schön. Also, jetzt helfen Sie beim Packen, bitte, ja? Oder nein, Fräulein, sehen Sie mal nach, ob der Johann mit dem Wagen schon bereitsteht. Und der soll den Koffer holen. One must stopfen, stopfen. Ja. Stopfen, ach, oh Gott, Fräulein, oh Gott. Haben Sie denn meiner Frau gesagt? Gleich, Herr Professor. Nein, Fräulein, hören Sie, Fräulein. Ich habe Sie gebeten, meine Frau zu rufen. Entschuldigung. Und die Mütze. Mütze? Mütze? Mütze. Die Mütze. Also klar. Ja, vor allem, meine Frau. Ja. Und dann verschließen Sie den Kopf. Und den Johann haben Sie nicht gerufen. Ach, Kinder. Wenn ich nicht alles selber mache. Sie können auch mal ein bisschen helfen, ja? Sie haben mich verletzt. Wie denn? Wann denn? Glauben Sie, ich weiß nicht. Ich weiß alles. Was denn? Viel Spaß bei dem Konzert. Zu. Zu. Der Koffer ist zu. Und wo ist der Schlüssel? Ach, der Schlüssel. Du, wo ist der Schlüssel? Was ist denn? Wo ist er? Ach, Marie, ich wollte dir nur rasch sagen. Fräulein, wo ist jetzt der Kofferschlüssel? Schlüssel? Ja, der Kofferschlüssel. Kinder. Ist bestimmt im Schlüsselkasten. Ja, also im Schlüsselkasten. Schlüsselkasten. Ja, Fräulein, ist denn der Johann jetzt bereit? Gleich, Herr Professor. Ach. Fräulein Eva, sind Sie wohl so lieb und ziehen mal rasch nach dem Johann. Danke. Marie, ich sagte nur geschwind adieu, ich muss ein paar Tage fort. Hat sich plötzlich so ergeben, gerade jetzt, heute früh. Ja, brauche nicht feierlich zu werden, in 2-3 Tagen bin ich wieder zurück. Es wird mir gut tun, ein bisschen rauszukommen. Haben Sie mein Konzert. Ja, es ist überhaupt nicht wichtig, mir jetzt vor allem darum, ein bisschen frische Luft zu schöpfen und dann möchte ich halt bei der Gelegenheit so nebenher. Naja, du verstehst. Ja, ich habe mir gleich gedacht, es handelt sich um ein Konzert. Marie? Entschuldige. Es ist wirklich zu dumm von mir. Ich werde doch dich nicht anlügen. Du verrätst mich ja auch. Aber ich muss das vor den Gänsen sagen. Denn Marie, es geht nicht mehr. Ich bin ja mit den Nerven völlig am Ende. Ich meine, der Winter war arg, diese große Tournee und dann hier. Ach, von Gesellschaft zu Gesellschaft tagsüber. Die Gänse, ja. Und ich denke, ich habe es mir verdient. Ich muss wieder mal raus. Aber die Berge hinaus in die Natur, hinauf in die Hütte. Ja, bisschen im Wald liegen, Vögeln. Zuhören. Ich denke, ich habe das in 2-3 Tagen. Ja, aber natürlich, das hast du. Denke ich doch. Ja. Und es ist sehr lieb von dir, dass du mich nicht anlügst. Nicht wahr, ja. Du wirst den Gänsen auch nichts verraten. Weißt du, sonst wird gleich wieder geschnattert. Gleich heißt es wieder, man ist müde, man ist alt, ja, und dann. Nicht? Und deshalb ziehe ich es vor zu sagen, es handelt sich um ein Konzert. Du wirst mich ja nicht verraten. Nein, ich verrate dich nicht.
Du weißt, ich kann schweigen. Du sagst oft nette Sachen so, dass es unheimlich ist. Ich? Oder bilde ich mir das nur ein? Ah ja, Johann, also, können wir jetzt endlich fahren? Jawohl, Herr Professor. Wunderbar, sehr höchste Zeit. Also, lass dir gut gehen. In 2 Tagen bin ich wieder bei dir. Streng dich nur nicht zu sagen. Nein, nein. Du machst dich immer lustig über mich. Also bitte, so ein Konzert. Oh Gott, oh Gott. So, jetzt. Wo ist denn die Wärmetasche? Ach so, ja. Kitty, drück dir die Daumen fürs Konzert. Denkt an mich und über den Leben. Also, Blumen müssen. Blumen, ja. Er braucht Blumen. Ich bringe ihm meine Blumen. I hate her. Ihr glaubt an das Konzert? Noch gestern hat er nichts gewusst von dem Konzert. Wir waren hier. Erst heute früh taucht das Konzert auf. Niemand hat gewusst, dass heute kein Unterricht sein wird. Alle sind gekommen. Ah, nur eine hat's gewusst. Denn die ist nicht gekommen. Die Delfine Jura. Stimmt. That's true. Das Konzert, das Gustav Heinkreuz gibt, das heißt Delfine Jura. No. Gustav Heink, die Jura? Die Jura? Nein, ja, wie können She looks like a rat. Mit Delfine Jura? Sie sitzen schon im Wagen. In 3 Stunden sind sie in der Klamm. Klamm? Von dort ist es zu Fuß. Komm, 1 Stunde bis zur Hütte. Hütte? Hütte? Es ist doch stadtbekannt, dass Gustav Heink in seine Hütte fährt. Immer wenn er ein Privatkonzert beginnt. Nein. Nein. Nein! Disgusting! Ein Künstler braucht das. Aber die Frau Jura, die braucht er nicht. Oh, nein. Ich hab's gewusst. Am ersten Tag, als die hier aufgetaucht ist. Frau Jura, hat sie die Musik entdeckt? Bitte die Jura? Musikalisch? Die Jura, die wird mich kennenlernen. Was willst du tun? Ich will ihn retten. Ich rette mit. Was hast du vor? Adieu. Wohin gehst du? Nehmen Sie mich mit. Morgen werdet ihr es erfahren. Nein, ich lasse Sie nicht fort. Sie müssen mit. Also ich schwöre Ihnen, ich habe wirklich nur... Sie müssen mit. Ich habe die Pflicht, Frau, das mitzuteilen. Und jetzt hören Sie mir doch einmal zu. Sie sollen dann entscheiden. Diese Person hat sich ja kühn zu behaupten. Bitte, hier ist ja das Bild. Das ist doch gar nicht wahr. Frau Knoder hat das Bild. Nein, sie lügt. Sie hat das Bild vom Meister stehlen wollen. Nein, ich wollte nur... Sie hat stehlen wollen. Oh Gott, nein, nicht stehlen, nein. Die Damen sind noch hier. Ja, ja, die Damen, die wollten eben. Ja, lassen Sie sich nicht stören. Wir wollten eben, gnädige Frau. Bye-bye, darling. Die arme Frau. Machen Sie die Fenster auf, Fräulein. Ja, gnädige Frau. Und bringen Sie ein paar Vasen. Ja. Gewöhnen Sie den Damen ab, sich hier häuslich einzurichten. Ich habe Ihnen das bereits gesagt. An die Wand. Die Blumen an die Wand. Entschuldigung, es soll nicht wieder vorkommen, nur heute bei der Aufregung der Damen. Ach, die Damen waren aufgeregt. Ja, ich meine, Sie wissen ja, wie sehr die Damen an dem Herrn Professor hängen. Und als sie hörten, dass er verreist, um ein Konzert zu... Ihre, was haben denn die Damen gegen das Konzert? Auch die Kommode. Die haben nichts gegen das Konzert. Nein, nein, natürlich nicht. Auf die Kommode? Ja, ja, gewiss. Brauchen Sie noch was von mir? Kommen Sie mal her, Fräulein. Setzen Sie sich zu mir. Sehen Sie mich an, Fräulein. Oh, Sie sind ja ganz verweint. Nein, 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 ich habe doch nur eine Blumenstrauß-Allergie.
Ist Ihnen das Konzert womöglich auch nicht recht? Mir? Oh nein, ich meine, oh ja. Was haben Sie? Ich habe nichts. Warum haben Sie geweint? Ich habe nicht geweint. Nein. Und jetzt? Meine Nerven. Sie sind jetzt schon im vierten Monat bei uns. Ich war mit Ihnen sehr zufrieden. Ich habe schon gehofft, mit Ihnen wird es gehen. Aber ich will ja noch. Erinnern Sie sich, was ich Ihnen sagte, als Sie sich vorstellten? Ich sagte Ihnen, dass sich alle Ihre Vorgängerinnen immer in meinen Mann verliebt haben und dass sich das immer als untunlich erwies. Das sei die große Schwierigkeit in unserem Haus. Und Sie haben mir versprochen... Aber gnädige Frau... Nein, das geht nicht. Mein Mann mag es durchaus nicht. Er möchte wenigstens im Hause Ruhe haben. So leid es mir täte, Sie zu verlieren, es bliebe mir nichts anderes übrig. Wäre es nicht möglich, das zu vermeiden? Bin jetzt wieder eine andere kommt, haben wir in 4 Wochen dieselbe Geschichte. Der Gedanke macht mich jetzt schon ganz verzagt. Also, Fräulein, wäre es nicht doch möglich? Aber der Herr Professor ist so schön! Ja, mein Gott. Ich will ja nichts. Ich will nichts. Bitte schicken Sie mich nicht fort. Aber eines Tages merkt das doch. Und dann kann ich Ihnen auch nicht helfen. Ja, aber die Damen, die sind doch alle invalid. Warum dürfen die? Bei den Damen lässt sich das nicht ändern. Da gehört es zum Beruf. Dafür wird er ja bezahlt, nicht wahr? Wir leben ja davon. Aber umso mehr kann er doch wohl erwarten, dass er wenigstens im Hause Ruhe hat. Ich meine es gut mit Ihnen. Ich warne Sie bloß. Sie sind so gut zu mir. Sie sind so gut. Ja, und jetzt nehmen Sie sich ein bisschen zusammen, ja? Sehen Sie nach? Fräulein Eva Gerndl? Eva Gerndl, wer ist das jetzt wieder? Einer von den Damen. Sagen Sie, der Dame ist weg. Sie möchte ausdrücklich mit Ihnen selbst sprechen. Nein, ich lasse es sehr bedauern. Fräulein Eva Gerndl lässt dringend bitten, Sie möchten lesen, was Sie hier aufgeschrieben haben. Und lassen Sie die Briefe nicht herumliegen. Er möchte, dass sie aufgehoben werden. Vielleicht würde er sie später mal lesen, wenn er keine mehr bekommt. Es handelt sich um des Meisters Leben und Tod. Ich lasse bitten. Verzeihen Sie, gnädige Frau, aber ich kann nicht anders. Ich habe etwas Entsetzliches getan. Bitte, nehmen Sie Platz. Nein, dafür ist keine Zeit mehr. Das ist alles aus. Ich tat es aber nur aus Liebe. Liebe! Wen lieben Sie denn? Ja, ihn, den Meister. Meinen Mann? Ja, Frau Professor. Bitte, nehmen Sie Platz. Wir alle lieben ihn. Wer alle? Na, alle Damen von der Schule. Haben Sie das nicht gewusst? Sie denken, ich weiß. Und Sie glauben, ich könnte. Wie können Sie denn so etwas wagen? Sie suchen mich in meiner Wohnung auf, um mir so etwas ins Gesicht zu sagen. Aber nein, das wollte ich gar nicht. Lieben Sie meinen Mann oder lieben Sie ihn nicht? Darauf kommt es jetzt nicht mehr an, Frau Professor. Darauf kommt es mir sehr an, Fräulein Gerndl. Ich liebe ihn. Aber das macht nichts. Frau Professor, er weiß es nicht. Er wird es nie wissen. Ich schwöre es Ihnen. Aber retten Sie ihn doch! Was habe ich getan? Was habe ich getan? Naja, was haben Sie denn getan? Ich war in einer solchen Wut. Ich kann ja nicht dafür, ich liebe ihn. Aber ich liebe ihn ganz geheim. Das macht doch nichts, nicht wahr? Ich liebe ihn. Und also, als ich dachte, dass... Also, als ich glaubte... Also, als ich mir einbildete, dass... Na, inzwischen läuft die Zeit davon und er ist vielleicht schon tot. Was ist denn los? So erzählen Sie doch schon. Also, ich habe dem Dr. Jura telegrafiert, weil ich mir gedacht habe, er wird seine Frau töten. Und dann ist mir erst eingefallen, womöglich tötet er den Meister. Und daran habe ich nicht gedacht. Na, der Dr. Jura. Aha. Naja, der Dr. Jura sieht nicht sehr gefährlich aus. Ich habe ihm telegrafiert, dass seine Frau mit dem Meister fort ist.
Mit der genauen Adresse der Hütte. Was sollen wir denn jetzt tun? Ich werde gar nichts tun. Um Gottes Willen, Frau Professor. Sie haben Dr. Jura telegrafiert, dass mein Mann mit Frau Jura fort ist, auf unsere Hütte hinauf. Ja. Nun, wenn seine Frau gerade nicht daheim ist... Die ist nicht daheim. Und wenn ferner Dr. Jura so schlecht von seiner Frau denkt und ihr so wenig traut, dass er das Telegramm nicht augenblicklich in den Abfall wirft. Der kennt doch seine Frau. Nun, dann wird der Dr. Jura jetzt in seinen Wagen steigen und in die Klamm fahren. In 3 Stunden wird er dort sein und von dort zur Hütte gehen, die er bequem auf einem wunderschönen Waldweg in 1 Stunde erreicht. Und die Hütte wird leer sein. Die Hütte wird doch leer sein. Also, mein Mann hat mir versichert, dass er ein Konzert hat. Oder glauben Sie, dass mein Mann mich belügt, mich hintergeht? Nein. Na also. Ich meine nur, Sie kennen diese Frau nicht. Ach so. Ach, Sie glauben, wenn die Hütte... Ja, die Hütte. Wenn die Hütte nicht leer wäre? Ja. Wenn mein Mann mich angelogen hätte? Oh, sie hat den Meister eingewickelt. Boah. Ja, dann. Was dann? Dann wird der Dr. Jura seine Frau töten. Oder meinen Mann. Oder alle beide. Das hängt von seinem Temperament ab. Also, ich kann da leider gar nichts tun. Aber ich muss auch sagen, ein Mann, der mich betrügt, Aber ich kann es ja umso ruhiger sagen, als ich ganz sicher weiß, dass mein Mann mich nicht betrügt. Nicht wahr? Ja, aber Frau Professor, da muss ich Ihnen sagen, dass... Was denn? In all den Jahren unserer Ehe, da hätte ich doch einmal etwas merken müssen, glauben Sie nicht? Entschuldigung, was wollten Sie sagen? Na nichts, gar nichts. Aus die Zeit verrinnt. Gehen Sie zum Dr. Jura, Sie finden ihn bestimmt zu Hause mit seiner Frau. Ja, bestimmt. Tja, das war ein Irrtum. Ja. Und sagen Sie dem Dr. Jura, von wem das Telegramm ist, ja? Ja? Rufen Sie bei Dr. Jura an, ob er zu Hause ist. Ich will ihn sprechen. Ja. Stunde aus dem Haus. Der Dr. Jura will Sie sprechen. Ist er doch zu Hause? Nein. Der ist da. Wie? Er ist da? Ja. Ah, ja, danke. Ich lasse bitten. Herr Dr. Jura! Kennen Sie mich noch? Wir haben uns ja manchmal in Gesellschaft gesehen, aus der Ferne. Meine Frau schleppt mich überall mit. Ich habe das Vergnügen. Bitte. Das werden wir erst sehen, ob das ein Vergnügen ist. Moment. Das sollten Sie aber nicht tun. Haben Sie keinen Garten? Doch, warum? Nö. Dann lass uns die Blumen doch im Garten. Blumen gehören in den Garten. Aber sie sind so schön. Der ganze Raum wird davon hell. Na ja. Und wenn Sie einer abschneiden würde? Weil Sie sind auch schön. Blumen abzuschneiden ist gemein, weil es Ihnen wehtut. Ich meine, ist Ihnen das nicht ungemütlich, so unter Leichen zu sitzen? Wissen Sie, wenn sich die Menschen gegenseitig wehtun, ich sag, meinetwegen. Das hat ja auch einen Sinn, denn es belebt aber den armen Blumen, die sich nicht einmal wehren können. Das ist... Moment. Sind Sie jetzt beleidigt? Nein. Gut. Mir darf man nicht beleidigt sein. Ich mein's nicht so und Sie sind ja gescheit. Glauben Sie? Na, das sieht man doch. Ja, aber nicht mit dem Kopf.
gescheit. Das nutzt da nichts. Man muss wie ein Hund, muss man gescheit sein. Mit der Nase. Mit der Nase. Also bei Menschen ist es eine innere Nase. Deshalb sind Sie mir auch gleich aufgefallen. Sie haben aber nie mit mir gesprochen. Na ja, wie denn? In Gesellschaft kann man doch nicht sprechen. Oder? In Gesellschaft sagt auch der Gescheiteste nur Dummes. Weil er muss, sonst wird er unbeliebt. Sie auch? Nein, ich nicht. Ich darf gescheit sein. Mir erlauben Sie es, weil man denkt, ich sei verrückt. Ah, und das macht Ihnen Spaß? Nein. Aber Sie gehen trotzdem in Gesellschaft? Nein, ich gehe nicht. Meine Frau bringt mich mit. Ach so ist das bei Ihnen. Ja, genau umgekehrt wie bei Ihnen. Der gescheitere Teil ist halt immer das Opfer. Sie kennen meinen Mann doch kaum. Ja, ich habe ihn gesehen. Finden Sie das taktvoll? Sie werden staunen, wie taktlos ich bin. Also, ist kaputt. Nein, nein. Ich sag aus lauter Pacht, sag ich, kommen die Menschen doch überhaupt nicht zusammen, oder? Anstatt einander ganz offen zu sagen, schau, ich bin so und so, das mag ich, das mag ich nicht, dafür darfst du auch so und so sein, das mögen und das nicht. Bitte, bitte. Man kann mit einem Hund auskommen oder mit einer Katze, aber wissen muss man es, ob das ein Hund ist oder eine Katze. Die Klarheit tut uns Not und der Mensch, der Klarheit will, ist nun mal taktlos. Sie hören sich gern reden. Sehr gern. Weil es ein Vergnügen ist, einem Menschen zuzuhören, der sich klar ist. Ich danke Ihnen, dass Sie mich an dem Vergnügen auch beteiligen. Deswegen bin ich aber eigentlich nicht da. Ich dachte... Nein, so menschenfreundlich bin ich nicht. Sie haben ein so angenehm gescheites Gesicht. Ich habe mich in Ihnen sicher nicht getäuscht. Nun. Nun... Ach so, ja, Sie haben recht, es ist an mir. Also, Sie kennen meine Frau? Ja, flüchtig. Wir sind uns begegnet. Na, genieren Sie sich nicht. Ich habe kein Urteil über Sie. Sie genieren sich. Sie ist eine Schülerin meines Mannes. Aber sonst haben Sie nichts gegen sie. Warum? Ich habe nämlich vieles gegen Ihren Mann. Ich habe meinen Mann... Sehr gern. Ich habe meine Frau sehr gern. Na, dann sind wir uns ja einig. Ja, bis auf eines. Da ist nämlich doch ein kleiner Unterschied. Meine Frau betrügt mich nämlich. Ganz gewiss. Und um mir das zu sagen... Darum bin ich da, ja. Ich weiß nur nicht genau, was ich jetzt eigentlich tun soll. Ich muss nachdenken. Und da denken Sie bei mir nach? Na sicher. Zum ordentlichen Nachdenken muss man laut nachdenken. Und am besten gemeinsam mit jemandem, der einen gar nichts angeht und den Mann gar nichts angeht, sodass sich das alles völlig sachlich abspielt. So wie wir zwei in diesem Fall. Sie haben etwas Zeit. Es gefällt mir, wenn sich jemand ohne viel Geschichten ganz aufrichtig stellt. Sie haben einen guten Hals. Ich meine, er ist gut gebaut. Sie sollten ihn nicht so einsperren. Machen Sie das auch hier. Aber natürlich, wenn Sie darauf bestehen. Ja, ja, machen Sie sich ruhig lustig. Erlauben Sie, dass ich dagegen ernst bleibe, weil ich ein ernster Mensch bin? Ja, ich bitte darum. Also. Ich habe Ihnen ja bereits mitgeteilt, dass mich meine Frau betrügt. Wie man das so zu nennen pflegt, wenn der Mann bemerkt, dass seine Frau beginnt, einen anderen lieber zu haben. Inwieweit sie die Konsequenzen gezogen hat, weiß ich nicht, aber ich habe eben heute ein Telegramm erhalten von einem unbekannten Spender. Meine Frau sei fort mit jenem Mann und tatsächlich ist sie heute fort. Haben Sie das Telegramm dabei? Ja, natürlich habe ich das Telegramm. Ja. Ja. Ah ja, da hat jetzt einer ein Buch geschrieben. Ja, ja. Ein ganz merkwürdiges Buch. Und zwar, dass sich das Leben des Menschen in regelmäßigen Wellen bewege. In guten und bösen Wellen. Er schreibt zum Beispiel hier im zweiten Teil... Gehört das jetzt unbedingt dazu? Was? Nein, überhaupt nicht.
Obwohl, doch. Weil im Leben alles dazugehört. Alles zu allem. Bitte. Ich glaube, ich habe das Telegramm liegen lassen. Na, da wird sich Ihr Dienstmädchen freuen. Na, die hat das sicher nicht erst nötig. Sie glauben, dass das Telegramm die Wahrheit sagt? Ja, sicher. Sie haben nicht versucht, Sie daran zu hindern? Wie? Einen Menschen hindern, der ins Glück will? Oder was er für sein Glück hält? Nein. Das nutzt auch nichts. Die Frage ist nur, ob das Ihr Glück ist. Ja, und Sie? Ich? Wieso ich? Es kommt doch auch auf Sie an. Nein. Wenn es Ihr Glück ist, dann hat sie recht. Ach, Sie lieben Ihre Frau gar nicht. Wieso? Ach ja, sonst müsste ich ja alles tun, um sie unglücklich zu machen. Ja, vielleicht lieben Sie sie zu sehr. Fast übermenschlich? Na, ich bin ein ganz gewöhnlicher Mensch. Danke vielmals. Ich bin überhaupt nicht über. Aber ich weiß nicht, ob ich meine Frau liebe. Weil ich überhaupt nicht weiß, ob ich einen einzelnen Menschen lieben kann. Weil ich doch lieber alle Menschen liebe. Oder wenigstens mehrere. Das ist mir zu hoch. Lieben Sie Tulpen? Ja. Sehr? Sehr. Und Veilchen? Lieben Sie Veilchen? Ja. Ja, auch sehr? Auch sehr. Na, sehen Sie. Und es fällt Ihnen doch nicht ein zu sagen, Moment. Veilchen lieben darf ich aber jetzt nicht mehr, weil ich ja schon die Tulpen liebe. Oder? Oder fällt Ihnen das ein? Nein. Na, sehen Sie. Was ist denn das für eine Zumutung, dass ich mein ganzes, großes, schönes Gefühl in einen einzigen Menschen vergraben soll? Das Natürliche wäre doch, alle Menschen zu lieben, nicht wahr? Weil aber alles Natürliche eine Sünde ist, soll der Mensch gezwungen sein, einen einzigen zu lieben? Naja, aber dann hat Ihre Frau ja recht, wenn sie sich zur Tulpe noch ein Veilchen nimmt. Ja, wenn es das wäre, ja, aber Sie kennen meine Frau nicht. Die steht ja noch völlig auf dem Entweder-Oder. Veilchen oder Tulpen. Haben Sie das nicht beigebracht? Ja. Sehen Sie, ich habe einen solchen Respekt vor der inneren Freiheit meines Mitmenschen, dass ich ihn selbst in seiner Dummheit nicht stören mag. Ja, und deshalb glaubt ja meine Frau auch, ich kümmere mich nicht um sie. Sie fühlt sich ganz vernachlässigt. Ich empfinde das als Behelligung, wenn man sich um mich kümmert. Mein Inneres. Weil ich denke, dass das jeder mit sich selbst abmachen muss, habe ich mir gedacht, naja, dann lasse ich meine Frau, bis sie ihren Weg dann selber findet. Aber das war der größte Fehler. Denn so ist sie sich allmählich ganz verlassen vorgekommen. Und deswegen sage ich jetzt, dieser ganze Takt ist völliger Unsinn. Manchmal muss man die Menschen richtig packen, um sie auf den guten Weg zu bringen. Und Sie werden sie jetzt so richtig packen? Weiß ich nicht. Naja, jetzt ist sie ja schon mal bei... Also, bei diesem anderen. Und das... Naja, das alles ging ja noch, wenn ich nur wüsste, wie dieser andere so... ist. Ja, meine Frau bildet sich jetzt sicher wieder ein, das ist die große Liebe. Ne? Und bildet er sich's auch ein, dann ist ja alles gut. Und Sie? Na, ich werde schon wieder eine finden. Ja, nein, ich bin doch nicht so. Ja, nein. Ich habe meine Frau sehr gern, aber ob sie jetzt bei mir ist oder glaubt, sie hat es bei einem anderen besser, das ist nicht so wichtig. Und habe ich sie gern, dann kann ich ihr ja nicht vorwerfen, dass sie tut, was ihrer Meinung nach das Beste für sie ist, oder? Das ist doch logisch. Tja, na ja, dann ist ja alles kein Problem. Dann lassen Sie sie einfach... Ich habe Angst. Pardon, aber ich habe Angst um sie. Weil ich diesen Mann nicht kenne. Weil ich nicht weiß, ob das, was ihr als großes Glück erscheint, für ihn nicht ein bloßes Abenteuer wäre. Und das wäre furchtbar. Davor muss ich meine Frau bewahren. Werter Herr, Sie lieben Ihre Frau. Ja, das sage ich die ganze Zeit. Dann geben Sie sie nicht her. Aber wenn der andere doch so ist, dass er sie glücklich macht. Aber Sie lieben sie. Na, Sie begreifen aber schwer. Das begreife ich wirklich nicht. Ja, lieben Sie denn Ihren Mann nicht? Ja. Ja, na und? Und was? Ach so. Ja, ich meine nur, also gesetzt den Fall,
Angenommen, man kann doch was annehmen. Ja, natürlich, was denn? Dann nehmen wir an, Ihr Mann hat sich in eine andere verliebt. Ja, gut. Und will weg von Ihnen. Was dann? Ich würde um ihn kämpfen. Wirklich? Ja, mit meiner ganzen Kraft, mit allem, was ich in mir habe. Und Sie schauen so gescheit aus. Wissen Sie, was mein erster Gedanke war, als dieses Telegramm hier kam? Haben Sie es doch dabei? Was? Nein, ich habe ja schon gesagt, es liegt zu Hause am Tisch. Also, was war Ihr erster Gedanke? Ich fahre hin. Ich fahre hin und ich stelle diesen Mann... Was? Nein. Nicht bum bum. Nein, ich nicht. Nein. Ich trete vor die beiden hin und ich sage... Was versteckt ihr euch denn? Ihr zwei. Ihr könnt euch haben. So, und dann wird sich zeigen. Der Mann springt vor Freude in die Luft, fällt mir um den Hals. No, bravo. Auch für ihn ist es das große Glück. Oder er fällt um. Das kann uns auch passieren. Ja. Sie hätten Klarheit. Ja. Ah, eine Sache habe ich allerdings vergessen. Dieser Mann hat eine Frau. Ach so. Naja, das verkompliziert den Fall. Wenn die beiden sich jetzt tatsächlich lieben, was machen wir mit der Frau? Ja, was machen wir mit der Frau? Also, zunächst hängt alles davon ab, ob diese Frau gescheit ist oder nicht. Was hätten Sie denn davon, wenn sie gescheit wäre? Ja, dann wäre alles gewonnen. Wie denn? Ja, man sagt dieser Frau einfach mal, schau, jetzt haben die beiden sich lieb. No? Eine gescheite Frau muss das verstehen. So gescheit ist keine Frau. Was will denn diese Person dann? Na, ihren Mann. Wenn der doch die andere liebt. Ach was. Ist doch nur vielleicht ein Abenteuer. Sie kennt den Mann und wird sich sagen, warten wir es ab. Ach, jetzt warten wir es doch einfach ab. Aha. Und was passiert in der Zwischenzeit zwischen den beiden? So wie ich die Frauen kenne, wird sie sich sagen, na und selbst, wenn das jetzt mehr ist als ein Abenteuer. Ich habe diesen Mann nun mal... Pardon, aber wenn er ihr innerlich nicht mehr gehört, was hat sie denn dann noch von ihm? Was hat sie sonst? Wenn sie ihn auch äußerlich hergibt, was hat sie dann? Nicht einmal die Hoffnung mehr, dass er vielleicht zu ihr zurückkehrt. Jetzt, wenn er nach Hause kommt von der anderen oder von den anderen. Den anderen? Na, wir nehmen doch nur an. Ah, ja, natürlich. Also, wenn er nach Hause kommt, setzt er sich am Abend zu ihr und sie spielen Schach. Sie spielen Schach? Oder Domino? Nein, Schach ist gut. Ich spiele sehr gern Schach. Also sitzen dann die beiden da, der Mann und seine Frau. Und spielen Schach. Nein, danke. Man müsste einen für Sie suchen. Wie? Naja, einen anderen, der mit ihr Schach spielt. Ja. Ja, dann, ja, natürlich. Hm. Ja, vielleicht. Ja, das ist nur so eine Idee. So. Oh mein Gott, das wäre eine Probe für den Mann. Hm? Naja, solange er glaubt, die Frau sitzt traurig zu Hause und wartet sehnsuchtsvoll auf seine Rückkehr, ist das doch herrlich angenehm für ihn. Es bedeutet zunächst noch gar nichts, wenn er sich für diese andere entschließt. Ah ja, glauben Sie. Aber wenn er erträgt, dass seine Frau ein neues Leben anfängt, ohne ihn, vielleicht sogar mit einem anderen, wenn seine Liebe zu der anderen stark genug ist, dass er das erträgt, ja, dann sollen es die beiden wagen. Also, wie sich das trifft, es ist nämlich so, seitdem ich überlege, meine Frau freizugeben, wenn sie wirklich glücklich wird mit einem anderen, habe ich mir überlegt, dass ich mich dann vielleicht auch umschaue. Ach so. Ja. Ich mag nicht mehr allein leben. Nachts in einem leeren Bett.
Ach so, nein, auch tagsüber nicht. Das Zusammenleben mit einer Frau ist wirklich was Wunderschönes. Und ich weiß gar nicht, ob es dabei eigentlich so sehr darauf ankommt, mit welcher. Also, ja, solange es kein Ungeheuer ist. Naja, das muss man schon vorher wissen, ja, dass es kein Ungeheuer ist. Nein. Ich glaube, es ging. Die Schwierigkeit wird sein, dass sie nicht glaubt, sie treiben bloß ein Spiel mit ihr. Bitte? Aber wer denkt denn daran? Sie nicht? Nein, wirklich nicht. Nein, ganz im Gegenteil. Ich bin froh. Ja, mein Gott. Braucht dann nicht wieder erst lang nach einer anderen zu suchen. Ich bin in solchen Sachen so schrecklich ungeschickt. Nein, ich könnte mir überhaupt nichts Schöneres wünschen als eine wunderbare, reife Frau. Ich bin ja noch so jung. Na ja. Das sagen Sie ja besser nicht. Wieso? Das ist doch ein Kompliment für Sie. Ja, finden Sie? Ja. Also, wenn ich jetzt dieser Frau im Ernst einen Antrag machte. Was jetzt? Im Ernst? Ja, im Ernst. Nun, wenn sie glaubt, für ihren Mann sei es mehr als bloß ein Abenteuer. Das ist sicher mehr. Eben waren Sie noch nicht so sicher. Je mehr ich aber überlege. Also, wenn diese Frau das Gefühl hat, dass es für ihren Mann mehr ist, dann... Dann könnte ich mir schon denken. Ja. Ja! Dann machen wir es. Dann fahren wir. Wir fahren. Wie denn? Nein, dann bitte jetzt. Keine lange Geschichten mehr. Sie packen, wir fahren. Sie haben von mir gesprochen. Aber das wussten Sie doch. Woher wussten Sie denn, dass ich wusste? Natürlich wussten Sie. Ja, aber wie konnten Sie denn das wissen? Ist denn das Telegramm nicht von Ihnen? Was für ein Glück, ich habe Ihnen das Telegramm geschrieben. Wer denn sonst? Sie haben es ja dabei. Natürlich. Man soll nur nie überflüssig die Wahrheit sagen. Moment, wenn das Telegramm nicht von Ihnen ist, wie konnten Sie dann wissen, dass... Ja, ich wurde auch verständigt. Aber Moment. Die Hauptsache fehlt noch. Ah ja? Was denn? Sie haben mein Vertrauen noch nicht gewonnen. Wir fahren 3 Stunden zusammen im Wagen. Da liegt er wieder und schläft. Herrgott, was er sieht, dann ist los, dann los mich. Herrgott, einen kranken Menschen lost man. Bollinger, steh auf! Der Herr kommt. Ja, der Herr, ist wahr, ist wirklich wahr. Kannst du mir nicht den Stecken auf, wenn du das schickst? Na, servus. Gut schaust aus. Schande. Die Gicht ist kein Schand. Aber saufen schon, wenn man es nicht mehr vertraut. Daher kommt. Daher holt sie besser, den reißt es noch nicht. Wann kommt er denn schon? Jesus, daher. Neugierig bin ich, was er sich wieder zusammengefangen hat. Er war ja schon richtig bang um ihn. Jetzt muss jetzt gut seine 1,5 Jahre her sein. Was? Mit der Gräfin. Verstehst du denn, was war's denn? Du weiter. Ja, glaubst du, dass er heute noch kommt? Aber gleich müssen sie da sein. Jesus, dann bring mir die Schuhe. Bring mir die Schuhe. Der Postmeister hat auf der Klamm raufgeschickt. Dem hat er telegrafiert. Was ist er da gewesen, der Bub? Jetzt dummelt die!
Weißt du ja, wie er ist, da muss alles fliehen. Ja, freust du dich denn gar nicht, he? Hast du ganz vergessen? Wo wären wir denn ohne ihn? Ich könnte heute noch Bierfasseln aus der Klamm kutschieren und du könntest in der Kuche stehen. Und wo stehe ich jetzt? Vielleicht nicht in der Kuchel. Aber in meiner Kuchel. In meiner Kuchel stehst du, es ist ein Unterschied. Und hast einen Mann. Und der Mann hat die Gicht. Ah, die Gicht vergeht wieder. Ja. Und dann gehst du wieder ins Saufen und wieder ins Wildern. Und dann kommt's wieder. Und da soll ich froh sein, dass ich einen Mann hab. Wo denn? Ich merk nichts davon. Immer wirfst du das vor. Das ist nicht schön von dir. Der Mensch wird halt ruhiger. Ah ja. Beim Saufen aber nicht. Beim Wildern auch nicht. Da stehst du dein Mann. Aber mir, was soll ich denn tun? Da kommen die Freunde und da heißt's, na, gehst du nicht mit? Soll ich dann auf einmal sagen, ja, geht's nur allein? Dass es dann gleich heißt, schau, der Bohlinger, der mag nicht mehr. Den hat's auch schon fest beim Kron. Der wird alt. Möchtest du das von mir hast? Hm? Möchtest du? Ich hab da nur Zeit. Und wie viel bitte denn öd alles daher? Der wird's auch noch büßen, ist mir gar nicht bang. Na, in der Stadt haben's bessere Doktoren. Wenn ich einen ordentlichen Doktor hätte. Manchmal lässt es ja nach. Und wenn es nachlässt, dann sollst du sehen, dass dann alles wieder geht. Na, da bin ich neugierig. Jetzt mach aber schon weiter. Ja, bring mir die Schuhe. Olinger, hol das selber, wenn du siehst, dass ich alle Hände voll hab. Himmel, Herr, Schatten, verfluchte Weiberleute. Wenn's glaubt, dass man alt wird, dann wird man dir niemand mehr. Nein, nur nicht alt werden. Na, man darf ihn nicht nachgeben, dem alt werden. Na, no. Das ist hinterher. Ja, immer geradeaus. Hinterher. Oh, nein, in den Palast. Oh, ist das lieb. Nein, ist das lieb. Oh, der ist ja reizend. Boah, ich mag der gemütlich, gell? Geh, ja. Mir, zwei der Träger bringen die Sachen her. Und mir augenblicklich die Schuhe. Bollinger, altes Haus. Jetzt sind wir wieder mal da. Gnädiger Herr, gnädiger Herr, ja. Hilft der Mir. Na? Falls hier? Es ist wunderschön, Gustav. Alles ist so wunderschön. Vor allem ist es sehr klein und eng, schau. Ja. Es sind nur zwei Zimmer. Belieben, Gnädigste zu bleiben. Mein ganzes Leben. Wenn du willst. Ja, vor allem macht dir gemütlich, gell? Mach's dir bequem. Mir, und sobald als möglich den Kaffee, zeig deine Kunst und mach mir keine Chance. Ja, recht, gnädiger Herr. Ja. So. Ja. Gleich wird alles gerichtet sein, gell? Ja. Und dann machst du das bequem und ruhst du dich so richtig aus. Gell? Ganz wie zu Hause. Ja, bei dir. Dann. Ganze Nacht. Gustav! Und dann. Bollinger, alles bereit? Ja, gnädiger Herr. Lass dir Zeit. Ja. Musst du schrecklich müde sein? Müde? Na? Wovon denn? Ja, das war doch ein ziemlich langer Weg. Ach, Gustav. Ich wäre am liebsten immer weitergegangen. Ah ja? Ja, mit dir. Ah. Durch den Wald. Oh. Ich bin gleich wieder da. Tu dich nicht jetzt, gell? Aber mach dich nicht müde. Ne? Hui! So schlecht war der Weg noch nie. Aber gnädiger Herr, das kann doch nicht sein. Die lauter Wurzeln und Steine. Mein Gott, im Wald. Nein, der Weg war früher besser. Hoffentlich kommt die Mädel bald mit dem Kaffee. Nein, bleib nur da. Komm, lass dich einmal anschauen. Was höre ich denn da von dir? Was sagt die Mädel? Die Gicht, Bollinger, gepfui. Mein Gott, gnädiger Herr. Was soll man denn machen? Es fängt gerade schon langsam an. Was fängt an? Alt wird man. Bollinger, ich bitte dich. Du kannst ja kaum 4, 5 Jahre älter sein als ich.
Drei, gnädiger Herr, drei. Also, ist ja noch das reinste Kind. Merk dir eines, Bolling, ein Mann ist bis zum 60. immer noch in der Entwicklung. Erst mit dem 60. oft sogar noch später, erreicht er seine Höhe und dort kann er sich viele, viele Jahre halten. Du darfst halt nicht so viel saufen, Bolling. Ja, aber gerade, wenn man eben wieder Kerr richtig sagt, in der Entwicklung begriffen ist, da gehört doch gewissermaßen das Saufen auch dazu. Ja. Weil nämlich sonst, wenn man mit dem Saufen nachlassen geht, das ein Zeichen wäre, dass man selber schon glaubt, dass es eher mit der Entwicklung schon aus ist. Deswegen macht man es gnädiger Herr, damit man dann beweist, dass man noch jung ist. Ja. Ja, nur nachgeben darf man nicht, nicht? Nicht nachgeben. Lächerlich. Bollinger, schau die Weiber an. Die mir, ja, die Weiber verstehen's. Die Weiber leisten halt nicht so viel wie wir. Das ist ein Irrtum, mein Lieber. Je mehr einer leistet, desto frischer hält er sich. Wer rastet, rostet. Schau mich an. Ich roste nicht. Nirgends. Da ist er lächerlich, Bollinger. Nicht nachgeben! Nein, nur nicht nachgeben. Darum meine ich auch, dass es viel gescheiter ist, dass man das nur nicht aufgibt. Das Saufen und das Wüdern, das wäre vielleicht gefährlich. Ja. So, wie lang ist das jetzt eigentlich her, dass ich das letzte Mal da war? Das ist jetzt fast ein Jahr. Anderthalb Jahre genau, gnädiger Herr. Vor anderthalb Jahren im Herbst. Anderthalb Jahre hat das diesmal gedauert? Ja, diesmal hat es lang gedauert. Was hast denn du da für Schuhe an? Gnädiger Herr, ich hab der Mil gesagt, sie soll mir die Schuhe bringen, aber vor lauter Freude hat sie ganz den Kopf verloren. Ich werd's gleich holen. Nein, war, lass nur, wozu denn? Na, die müssen angenehm sein, solche Schuhe. Ich hab's halt jetzt in die Zehen besonders. Und da tut einem Fuß nichts so wohl, als wenn er sich schön weich ausstrecken kann. Das sind wahrscheinlich auch gar nicht gesund, so enge Schuhe. Ja, früher hat man das auch nichts ausgemacht, aber mit der Zeit wird man halt in allem viel heikliger. Ich hätte nur ein zweites Wort, gnädiger Herr. Und der gnädiger Herr will es holen. Ach so, bring's her! Ah nein, halt, was? Nicht jetzt. Morgen kannst du mir dann, gell? Ja, morgen will ich sie. Du, jetzt schau, dass endlich der Kaffee kommt. Soll ich den Kaffee schon bringen? Ja, her mit dem Kaffee. Ah, nein, warte ein bisschen. Na, den reißt es ja schon. Nicht herein! Der Kaffee wird da. Nein, noch nicht. Dauert's noch lang? Ja, eine Sekunde. Oje. Oh, Gustav! Ja? Die Öse klemmt. Na bitte, wer klemmt? Öse! Soll ich helfen? Ich bin nur nackt. Ah, du wirst staunen, wie geschickt ich bin in solchen Sachen. Du, ich komm rein. Okay, komm, lass mich rein. Lass mich bitte. Hör nur ein bisschen, ich mach die Augen zu. Nein. Doch, ich komme. Nein. Lass mich. Lass mich rein! Lass mich rein! Da muss er nicht aus dem Fenster springen, um Gottes Willen. Ich bin ja schon wieder brav. Ich gehorch. Du? Jetzt brauche ich aber eine kalte Dusche. Eine Gletscherwasser. Ja? Gibt's keinen großen Stehspiegel im Haus? Stehspiegel? Ja. Nein, vergessen. Ah. Naja, macht nichts. Es geht auch so. In 5 Minuten bin ich bei dir. Du, die nicht hetzen, gell? Jetzt sind es noch 5 Minuten. Du, den Stehspiegel, den vergessen wir auch immer wieder. Du solltest endlich lernen, rauszugehen. Ich brauche keine Zeugen meiner Leidenschaft. Und jetzt her mit dem Kaffee. Nimm den Kaffee! Oh, ja, hörst denn du nicht? Ja, ich schön. Schön ist es hier. Ach, man ist ja so blöd.
Ja, soll ich jetzt schon einschenken? Ja, Lädigkeit? Schenk mir ein. Kinder, 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 ihr wisst nicht, wie schön es hier ist. Der Frühling schaut herein. Ach, der Frühling ist wieder da. Ja, das sage ich auch. Wenn der Frühling da ist, da kann der Mensch nicht anders, da reißt es einen. Ja. Wenn dich reißt, ins Wirtshaus. Na ja, den einen reißt es so und den anderen halt so. Dass der Kaffee nicht kalt wird, gnädiger Herr, für die Schönheit brauchen Sie ihn nicht. Ja, ja, er ist stark und stärkt. Gut, gell? Kinder, ach Gott, so müssten wir einfach einmal... Ja, bleibst doch, Gnädiger Herr, ja. Ja, bleibst wirklich einmal ein paar Tage, jetzt kommt die schönste Zeit. Jetzt geht's nicht, aber einmal komme ich, das verspreche ich euch. Und dann bleibe ich ein paar Tage, und wisst ihr was? Dann komme ich ganz allein. Höchstens einmal im Wald spazieren gehen ein bisschen, aber die meiste Zeit da, hier auf dieser Bank liegen, nichts denken und allein sein. Da bin ich schon. Was? Ach so, ja. Frühling draußen. Und Frühling drinnen. Hat's lang gedauert? Ja, eine Ewigkeit. Ich war doch schnell. Ja, traumhaft schnell, ja. Aber für mich war es eine Ewigkeit. Ach, für mich doch auch. Ach, du. Erst den Kaffee. Na, siehst du, das habe ich befürchtet. Was denn? Du bist ja eine kalte Natur. Ich? Oh, Gustav. Schon auf der Fahrt, im Wagen. Im Wagen? Pfui. Warum denn? Ja, der Fahrer. Ja, schon. Wahre Leidenschaft, denk doch nicht an den Fahrer. Oh, Gustav. Ja? Gustav, das ist das erste Mal. Tatsächlich? Gustav! Also nein, wenn du denkst, dass ich dauernd... Ich denke gar nicht. Es gibt nur dich. Du bist der Einzige. Ja, natürlich. Das schwöre ich dir. Ja, aber das weiß ich doch. Glaubst du, wenn ich das nicht wissen würde und wenn ich das nicht fühlen würde? Ja, Gustav, du fühlst es. Ja, ich fühle es. Ja. Der Ruf des Herzens muss zwei Menschen zueinander zwingen. Der Ruf des Herzens muss das heiligen. Der Ruf und so weiter. Du verstehst schon. Ja, ich verstehe schon. Ja? Ja. Ich habe dich ja immer schon verstanden. Na, dann ist gut. Ohne Worte. Nur so geht's. Ohne Worte. Kinder, bitte. Hier herauf kommt niemand, der dich kennt. Was ist denn? Herein! Oh. Den Kugelhupf haben wir vergessen. Ja, ja, da geh wieder her. Halt! Mir hat schon die ganze Zeit was gefehlt. Ach Gott, ist das nicht nett? Ne? Ist das nicht nett, wenn ich denke, dass ich jetzt da unten sitzen sollte und pauken am Klavier mit diesen schauerlichen Frauen? Findest du sie schauerlich? Ein Albtraum. Boah, Gustav, du verstellst dich gut. Wie? Jede glaubt, du bist in sie verliebt. Ja, das gehört doch zum Unterricht. Das ist der Beruf, also das ist die Pflicht. Und ich? Bin ich auch Pflicht? Die Pflicht hat ihre Grenzen. Das mit dir, das sind Extrastunden. Gustav, wie viele Extrastunden hast du denn schon so gegeben? Nein, hör auf damit, weißt du. Wir kennen uns jetzt seit kaum 6 Wochen. Ja. Kommt dir nicht an, dass eines Tages Delfine Jura erscheint, ja? Wärst du vor 30 Jahren gekommen? Ach, da lag ich noch in den Windeln. Na ja, dein Fehler. Und wäre ich vor 30 Jahren gekommen? Du wärst mir der treueste Mann geworden, den es jemals gegeben hat. Das fühle ich. Du machst dich lustig. Aber keineswegs. Gustav, mit wie vielen Frauen warst du hier?
Also, ja, Kind, ich kann ja nicht ein ganzes Hüttendorf bauen lassen. Oh. Oh. Bei jedem deiner Worte denke ich, wie vielen Frauen hast du das schon gesagt? No. Also, du hältst mich ja wirklich nicht für sehr einfallsreich. Komm her. Schau mich. Nein. Schau mich an. Schau mich an. In die Augen. Fest. Bist du wirklich so dumm? Hörst du es nicht, dass das noch nie gesagte Worte sind, die mein Herz mir jetzt diktiert, an dich allein? Ja, Gustav! Ah, du dummes, ja. dummes. Komm. Nein. Entschuldige, es hat mich übermannt, ich bin ja schon wieder brav. Oh, komm, ich bitte dich, komm. Was, jetzt gleich? Ja, ich halte es nicht mehr aus. Oh, Gustav, bitte komm mit mir in den Wald. Ach, in den Wald? Ja, draußen ist es so wunderschön. Alles blüht, die Vögel singen, du. Ich habe so eine Lust, durch den Wald zu rennen. Ah, ja? Weißt du, nur zu rennen, stundenlang, bis in die Nacht. Oh, bitte, Gustav, komm mit mir in den tiefen. Bist du nicht ein bisschen müde? Nein, ich bin nicht müde. Oh, Gustav, ich renn mit dir, wohin du willst. Ah, ja? Ja, weißt du was? Wir steigen irgendwo ganz hoch hinauf. Aber. Ja, und setzen uns dort, wo man weit ins Land hinaus sieht. Und wir gehen erst zurück, wenn es finster wird. Aha. Und ich mich so herrlich fürchte. Und dann, Gustav. Dann nimmst du mich in deinen starken Arm und trägst mich fort. Ach, wohin du willst, weißt du, ich weiß nichts mehr. Ich bin dein. Was hast du denn? Ach Gott, hab ich dich lieb. Gustav, komm mit mir in den tiefen Wald hinein. Ja, aber weißt du, wenn die Sonne weg ist, dann wird es draußen ziemlich kühl. Da kriegst du einen Schnupfen in dem Aufzug. Oh, Gustav, dann trage mich, wohin du bist. Ja? In das Zimmer. Komm, trage mich in das Zimmer. Ich weiß nicht, ich. Trag mich! Ja? Trag mich! Ja! Ja! Klopft? Ja. Ja? Was denn? Was ist schon wieder? Gnädiger Herr, ein Herr. Ja, wie denn der denn hier doch nicht? Ein Herr aus der Stadt. Mein Name ist Dr. Jura. Oh Gott. Oh Gott. Schätze, komm schon. Schnell. Ja. Ja, dann sag dem Herrn an. Was denn? Sagen Sie es mir doch selbst. Gehen Sie nur... Guter Mann. Ist das lieb? Sie haben es ja wirklich reizend hier. Dr. Jura? Jura? Ja, ja. Der Mann von der Frau. Wo ist denn meine Frau? Wie Ihre Frau? Da ist Ihre Frau mitgekommen, da wird sie draußen sein. Sie ist schon etwas länger hier. Ist sie da? Jetzt martern wir sie doch nicht so. Das muss doch ungewöhnlich sein da drin. Entschuldigen Sie, was wollen Sie? Ich kenne Sie kaum. Ja, kaum. Kaum. Das hat Sie aber auch kaum daran gehindert, mir meine Frau wegzunehmen, oder? Wie bitte? Womit ja auch eine Art Beziehung hergestellt ist zwischen uns. Ich weiß nicht, was Sie wollen. Das will ich ja gerade sagen, aber bitte, sind Sie doch so gut. Rufen Sie vorher meine Frau. Ihr erzählt dieselbe Geschichte sicher nicht zweimal. Erst Ihnen und dann Ihnen langweilig. Gott. Ja, das ist ein Missverständnis. Ach so. Ja, aber natürlich. Ach so. Aber bitte schön, wenn Sie das beruhigt, bin ich ja bereit und gehe wieder in meine Ehren. Ehrenwort? Ja. Natürlich. Rufen Sie jetzt meine Frau. Sie ist reich. Ja, was regen Sie sich denn so auf? Ich habe Ihnen doch überhaupt nichts getan, oder? Er, Sie, mir. Schauen Sie, Sie zwingen mich dazu, Sie hinauszuwerfen. Ja, glauben Sie. Ja, also. Ich glaube ja nicht, dass Sie stärker sind. Ich schaue nur so aus. Sie sind ganz einfach läppisch. Jetzt möchten Sie mich gern beleidigen, was? Aber Sie können mich überhaupt nicht beleidigen. Das heißt, ich kann Sie nicht beleidigen. Wir werden sich unverschämt, Sie Wichtel. Was heißt das? Nein, ich meine, ich lasse mich nicht beleidigen. Überhaupt nicht. Ich beleidige Sie aber. Sie beleidigen mich, oder?
Ich beleidige Sie. Nein, Sie beleidigen mich nicht. Ja, sagen Sie mal, wollen Sie prügeln? Was? Wieso das jetzt auf einmal? Was wollen Sie von mir? Rufen Sie meine Frau. Ich habe Ihnen gesagt, dass Ihre Frau nicht hier ist. Ja, ja. Aber bitte schön, ich gebe Ihnen gern noch einmal mein Ehrenwort. Ui. Was heißt Ui? Da sehen Sie, dass sie da ist. Das Ehrenwort gibt man doch nur, wenn es nötig ist, oder? Wenn Sie meinem Ehrenwort nicht glauben, dann haben wir uns nichts mehr zu sagen. Bitte schön, auf Wiedersehen. Ist meine Frau nicht da? Nein! Schade. Was wünschen Sie, sie hier zu finden? Na ja, sicher. Könnte man ja viel leichter reden. Ich weiß nicht, was wir zu reden hätten. Adieu. Mein Herz, komm herein. Guten Abend, Christoph. Marie? Ja, was? Mein Schatz, nimm Platz. Mein Schatz? Was Schatz? Fällt dir denn ein, die Gäste? Ich werde doch nicht zuhören, wie mein Mann mit einer fremden Frau. Gleich, der Friedel, gleich erfährst du alles. Bitte, bleib ganz ruhig. Bitte setz dich. Setz dich doch. Ha? Im Sitzen, da kann man viel besser nachdenken. Viel vernünftiger ist man da, oder? Und du weißt doch, dass... Pardon. Herr Professor, bitte verzeihen Sie, dass ich aus Gewohnheit meine erste Frau noch duze. Franz! Ja, bitte setz dich. Setz dich doch. Herr Professor, wollen Sie sich nicht auch setzen? Bitte, was soll das alles? Wir wollen hier nur Ordnung. Marie, was soll das alles? Bitte, Gusto, hör ihm zu. Ja, das ist es. Der Herr Professor will nicht zuhören. Es könnte alles längst erledigt sein. Ja, also. Darf ich mir zunächst einige Fragen erlauben? Vor allem an dich, Delfine. Also, Delfine, sage mir. Was? Liebst du den Herrn Professor? Ja, wie kommen Sie dazu? Das ist doch keine Schande. Wir wollen ja zunächst nur einmal hören. Was geht denn dich diese Sache an? Bitte, eins nach dem anderen, ja? Bitte, also, Delfine. Du liebst den Herrn Professor, nicht wahr? Ich kann mir nicht denken, dass du deine Zeit mit einem Mann verbringst oder in der Hütte eines Mannes, ohne dass du... Erlauben Sie! Ja, aber ich erlaube es ja! Was? Nein! Bitte, Herr Professor, bitte, sie soll ganz unbefangen die Wahrheit sagen. Schau, Delfine, wenn es so ist, dass du den Herrn Professor hier nicht liebst, sondern dir nur deinen Spaß mit ihm gemacht hast. Jura, bitte! Herr Professor, halt, bitte! Bitte, lass sie doch reden. Ja. Na ja, bitte. Herr Finder, bleib ganz ruhig, atme durch, denke nach und dann sag es uns. Und es ist uns alles recht. Was? Dir ist es recht? Na ja. Warum soll es mir denn nicht recht sein? Dir ist es recht, wenn ich einen anderen liebe? Ja, was soll ich denn dagegen machen, Delfinderl? Ich kann es doch genauso wenig ändern wie du, wenn du ihn liebst. Ja, ja, ich liebe ihn. Mhm. Ich liebe ihn. Sie liebt mich. Ja, ich habe nicht daran gezweifelt. Und Sie, Herr Professor? Ich habe auch nicht daran gezweifelt. Ich meinte, ob auch Sie Delfine lieben. Das geht auf der ganzen Welt keinem Menschen etwas an. Aber ich finde, das geht uns alle drei hier sehr viel an. Ich kann lieben, wen ich will. Und kein Mensch auf der Welt hat das Recht oder die Macht, mir das zu verbieten. Das können Sie. Herr Professor, das gefällt mir an Ihnen. Ihnen will ich gar nicht. Mir egal, ob Ihnen gefallen. Es gefällt mir, dass Ihnen will ich nicht gefallen. Aber Sie freuen mich heute. Was soll denn da gehen? Darauf kommt es eigentlich nicht so recht an. Richtig, du hast recht. Ich meine nur, Herr Professor, wenn Sie den Mut haben, so unbekümmert Ihren Gefühlen zu folgen, warum Sie dann nicht den Mut haben, sich dazu zu bekennen? Mut? Mut? Sie zweifeln an meinem Mut? Nein, es wäre doch wirklich gar nicht schön von Ihnen, meine Frau jetzt im Stich zu lassen. Also, Herr Professor, jetzt sagen Sie doch schon, dass Sie sie lieben. Gustav!
Auf mich nimm keine Rücksicht. Das ist sehr, sehr lieb von dir, aber unnötig. Bist ja sonst nicht so. Was habt ihr denn alle? Und jetzt sagen Sie es doch schon. Warum denn noch leugnen? Bitte, was heißt denn hier leugnen? Ich leugne nichts. Ich liebe Sie. Na, also. Ja, jetzt möchte ich nur noch eins wissen. Was glauben Sie, wie lange das dauert? Das hier haben einen Vogel. Bei dir, Delfine, ist es für ewig, nehme ich an. Ja, das kannst du annehmen. Und bei Ihnen, Herr Professor? Ja, wollen Sie es schriftlich, notariell beglaubigt? Ihr Wort genügt uns. Ich messe meine Gefühle nicht mit der Meterlatte. Sie lieben meine Frau, nicht? Haben davor schon andere geliebt? Sie sind ja ein Hellseher. Naja, da werden Sie doch berechnen können, wie lange das normalerweise so bei Ihnen dauert. Naja. Also mit Ihren Erfahrungen würde ich das sofort berechnen können. Ich liebe Delfine heute. Ob ich sie morgen liebe, das weiß meine Seele, aber nicht ich. Aber das wird ihr nicht genügen. Doch, das genügt mir. Ich weiß es ja. Delfindl, überleg dir das gut. Ich liebe ihn und alles andere zählt nicht. Du liebst ja auch Frau Marie. Da wirst du ja wissen, wie das ist. No. Eins nach dem anderen, bitte. Ja? Also. Sie lieben also meine Frau und meine Frau liebt Sie. Schön. Ja, es ist nämlich so, Herr Professor, ich liebe Ihre Frau. Und ich darf sagen, Ihre Frau liebt mich? Ja. Was wir für ein Glück haben. Wir könnten eigentlich Doppelhochzeit feiern. Jetzt, liebe Marie, jetzt gebe ich dir endlich den ersten Kuss. Ja? Ja. Was ist denn? Was hast du denn? Ja, küss mich! Es ist geschmacklos, sich zur Schau zu stellen. Pollinger! Was willst du denn von ihm? Pollinger, Licht! Es wird dunkel. Sonst verwechseln wir noch unsere Frau. Du musst dem Pollinger auch noch sagen, dass wir hier ein Bett brauchen. Neben der Bank. Also, gibt es nur diese beiden Zimmer? Ja, leider. Bisher haben sie genügt. Mädel, wir sind zu viert zum Nachtmahl. Ah ja, Pollinger, da brauchen wir noch eine weitere Schlafgelegenheit. Ihr habt ja sicher was. Ja, im Gasstall muss noch alles Feldbett sein. Gasstall? In der Ziegengarage. Wer soll auf diesem Ziegenbett schlafen? Ja, richtig. Wir müssen uns überhaupt erst einteilen. Na, ich bin gespannt. Wer schläft mit wem? Bin ich neugierig. Ja, also, damit. Gibt es zwei Zimmer, sind die Möglichkeiten diese. Die Ehepaare schlafen zusammen. Sind ja beißend witzig. Ja, kommt. Wenn die Ehepaare, ist ja nur die Frage, welche? Die früheren? Nein. Oder die jetzigen? Ja. Das ist ein Unsinn. Das ist ein moderner Unsinn. Ja. Herr Professor, dann bleibt aber wenig anders über, als dass Sie mit mir. Tja, leider, Franzl. Wir müssen uns halt noch ein bisschen gedulden. Also, die beiden Herren schlafen zusammen hier und wir beide nebenan, ja? Wir werden uns schon vertragen. Wir müssen uns schließlich endlich auch einmal kennenlernen.
Ah, ja. Kennenlernen haben wir zwei nicht nötig. Was? Wir sind uns schon ganz nah gekommen. Sie haben ja Humor. Ja, das ist manchmal ja Glück. Ich hoffe, Sie haben Humor. Achtung, überschätzen Sie den nicht. Aber mit der Zeit werden wir uns sicher sehr gut verstehen. Ja. Sie gefallen mir immer besser. Ja, lieben Sie vielleicht auch mich? Ich liebe alle Menschen. Da kommt es mir dann auf an, nicht mehr so drauf an. Ja, wirklich ein merkwürdiger Kerl. Ja, danke, Herr Professor. Aber ich bin nur etwas jünger. Ja, das wird es ja dann wahrscheinlich ja auch sein. Nein, das alte Schachspiel ist hier? Noch hier. Das habe ich ganz vergessen. Mit den lustigen Figuren. Schachspiel? Ja. Spielen Sie Schach? Noch Leidenschaft. Na also, gegen wen spiele ich? Ja, naja, bitteschön. Nein, um Gottes Willen. Herr Professor, bitte, nein. Nein, Kiebitze sehr gern. Ach ja? Verbündet euch, könnt ihr sehen. Also? Beginne. Ja, gestern hast du begonnen. Na, siehst du. Wir zwei verstehen uns, gell? Die spanische Partie. Ole. Den Trick kenne ich. Behalt deinen Bauern. Was ist? Achso, du bist es. Mach ihm nur das Fenster auf. Das ist ausgezeichnet. Na? Was jetzt? Jetzt ist es finster. Der Wald rauscht. Die Nacht hüllt alles ein. Jetzt ist es kalt und finster. Dann mach das Fenster zu. Ja, mach ich. Jetzt mach schon, Gustav. Und Schach. So ein Mann keine Vernunft annehmen kann. Ja? Die erste Zeit denkt man sich immer, na ja, warten wir mal, bis sie ein bisschen älter werden. Wenn es dann soweit ist, dann ist es noch ärger. Und da meine ich nur dieses verfluchte Saufen lassen, das Saufen und das Wildern, aber nein, jetzt ja wird es ärger. Da liegt er dann im Bett und grummelt das ganze Haus voll mit seiner Gicht. Manchmal frage ich mich, zu was braucht man überhaupt einen Mann?
Hätten Sie lieber keinen? Fragen Sie mich das im Ernst, gnädige Frau? Ich brauche einen Mann. Aber nicht so einen Zwetschgenkrampus. Mit seiner Gicht. Das Einzige, was mir an dem fehlen würde, das wäre das Ärgern. Ich sage Ihnen jetzt was, ganz im Vertrauen, muss aber unter uns bleiben. An anderen, wenn ich finden würde, sofort. Suchen Sie sich einen. Da oben. Ah, guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Schon ausgeschlafen? Naja. Die Männer sind schon längst davon. Noch vor dem Frühstück. Mhm. Soll ich Ihnen einschenken? Ja, bitte. Ja. Ich bin so hungrig. Jesus! Den Honig habe ich vergessen. Mhm. Oh, der Herr geht schön besser. Zum Glück hat er noch nicht gefrühstückt. Ja, auch zum Glück. Hollinger, jetzt hilf mal! Darf ich Ihnen etwas raten? Ja, bitte. Warten Sie noch mit dem Frühstück, bis mein Mann, bis Gustav kommt. So? Er mag es gar nicht, wenn mit dem Frühstück nicht auf ihn gewartet wird. Ja, aber Sie frühstücken doch auch schon. Ach so? Ja. Ich muss ja nicht mehr auf ihn warten, jetzt nicht mehr. Oh. Ja, richtig. Sie können sich nicht vorstellen, wie empfindlich er da ist. So. Was haben Sie denn? Ich setze mich nur etwas weiter weg. Der Geruch des Kaffees. Ich bin es ja eigentlich gewohnt, im Bett zu frühstücken. Ja. Oh. Oh, das mag er gar nicht. Gar nicht. Oh. Na ja, es wird schon gehen. Sagen Sie, haben Sie eigentlich gut geschlafen? Ja, danke. Ich bin einmal aufgewacht und da war mir, wie wenn Sie leise weinten. Ach, ich weine oft im Schlaf. Auch am Tag. Mir war bang. Das alles ist so seltsam. Mir ist so schrecklich leid um den Franz. Um den Franz? Aber warum denn? Wir werden sehr glücklich sein. Oh, ich hätte das nie von ihm gedacht. Ich will von keinem Mann mehr was wissen. Ja, das glaubt man dann immer. Ja, das glaubt man dann immer. So, jetzt ist alles bereit. Wann ist der Herr denn fort? Der ist schon aller früh weg. Das Bett war ihm nicht recht. In 2 Stunden ist es her. Dann wird er gleich da sein. Wann ist denn mein Mann? Wann ist denn der Brille? Und meine gnädige Frau. Die gnädige Frau fragt, wann der andere Herr fort ist. Ja. Ach so. Der ist viel später weg. Ich werde jetzt frühstücken. Oh ja, das wird mir gut tun. Nein, no. Also. Frau Delfine, nicht. Ich warne Sie. Das kann er nicht von mir verlangen. So. Sie werden sich noch wundern, was der alles von Ihnen verlangen wird. Wenn Sie erst mit ihm verheiratet sind, dann beginnt ein neues Leben für Sie. Aber das eigene Leben aufzugeben und dem geliebten Mann zu schenken, nur noch ihm zu gehören, selber gar nichts mehr zu sein. Ist das nicht das Schönste, was eine Frau leben kann? Nur Geduld gehört dazu. Nur Geduld. Und?
eigene Leben aufgeben. Es nur dem geliebten Mann schenken. So etwas gibt es doch heute gar nicht mehr. Doch, mit Gustav schon. Prost! Und die Herbsttournee. Oh, ich war oft so erschöpft. Ohne mich ging gar nichts. Ich musste immer mit, wenn er ein Konzert hatte. Ich meine, ein wirkliches Konzert. Also die sind dann doch noch öfter. Ja, und das ist dann ganz anders. Aufgeregt. Wie ein Kind. Ich muss ihn anziehen. Nein. Ja, vergisst ja alles. Und der Kragen ist so eng und die Krawatte, die sitzt schief und die Schuhe drücken ihn. Ja, er kann dann schon den Atem halten. Der gute Gustav. Zum Wohl. Aber in einer engen, heißen Garderobe warten, während er da draußen spielt, das ist wieder nicht so lustig. Dafür sitzt man nachher im Hotel allein. Denn er geht noch aus mit den Enthusiasten und den Enthusiastinnen. Natürlich kann ich da nicht mit. Warum? Ein Pianist mit Ehefrau, das passt nicht. Zum Wohl. Prost. Aber kommt er dann ins Hotel zurück, so gegen 3, 4 Uhr früh, weckt er mich auf. Ist mitteilsam. Und wem? Nein, erzählen. Ach so. Aber morgen muss ich packen, während er noch schläft. Denn in aller Früh geht's weiter. Ja, da dürfen Sie um Gottes Willen nicht reden oder gar ihn fragen. Am Morgen kann er sowas nicht ertragen. Das ist dann ein anderer Gustav Heinck, den Sie dann kennenlernen. Aber den haben Sie auch ganz für sich allein. Naja, Sie werden selber sehen, wenn Sie erst mit ihm verheiratet sind. Ich bin noch nicht mit ihm verheiratet. Ja, wir werden alles tun, um die Formalitäten zu beschleunigen. Ich kann Ihre Ungeduld verstehen. Und jetzt erzählen Sie mir bitte etwas über Ihren Mann. Oder besser gesagt, über meinen Mann. Über Franz? Da weiß ich gar nichts. Über Franz ist nichts zu sagen. Franz ist nämlich überhaupt nicht interessant. Was haben Sie denn? Ich habe Hunger. Ich glaube, das ist Hunger. Ich soll nur fragen, weil ich jetzt in die Klammer hinuntergehe, was der Fleischhacker morgen bringen soll. Ja, das müssen Sie den gnädigen Herrn fragen. Den gnädigen Herrn habe ich schon gefragt und ich habe gesagt, ich soll die gnädige Frau fragen. Mich? Ja. Oh nein, na, mich wird er da nicht gemeint haben. Doch, augenblicklich hat er es gesagt, ausdrücklich, da müssen Sie die gnädige Frau fragen. Nein, da hat er die Frau Jura gemeint. So? Ja. Ja, da werde ich die Frau Jura fragen. Entschuldigen Sie. Nein, aber unter keinem Menschen. Ja, aber unter keinem Menschen. Also, bitte, ich weiche dieser Gewalt, aber nur unter Protest. Ah, guten Morgen, Frau. Guten Morgen, Marie. Wir haben gefischt. Ja? Zosterer Marina, echt? Wasserplatz! Im Wald gibt es einen so herrlichen Typen. Wunderbar, was? Ich muss nachher noch einmal hin. Sie kommen wieder mit? Ja, ja, selbstredend. Ja, wo kann ich denn? Ach, da drüben, da gibt es eine Waschschüssel. Ach gut. Also, zum Tümpel! Du, das ist ja ein äußerst netter Mensch. Und was der alles weiß über die Natur und so lebendig, das ist überhaupt kein langweiliger, trockener Wissenschaftler. Gescheit, sympathisch, jung, ich muss sagen, das hätte ich nicht gedacht. Naja, wir sind uns unterwegs begegnet, er ist ja immerhin mein Gast, nicht? Da sind wir ins Reden gekommen. Und der weiß so viel, wirklich, das fällt mir. Was ist denn mit dir los heute?
Hm? Ach so, ich habe schon gefrühstückt. Wie ohne mich? Ich werde dir gleich Frau Jura rufen. Na, bitte hör auf damit. Verdier mir nicht diesen wunderschönen Morgen. Sei nicht dumm. Schatz. Ob ich dumm bin oder nicht, beschlossen ist beschlossen. Du glaubst doch nicht, ich glaub dir das. Franz hat mein Wort. Und ich hab seins. Aber in deinen Jahren und dieser junge Mensch. Gescheit, sympathisch, jung. Er ist um 10 Jahre jünger. Wie viele Jahre jünger ist sie? 20, 30, 40? Will ich sie denn heiraten? Ich denk doch nicht daran. Nein. Du dachtest immer nur daran, mich zu betrügen. Betrügen? Also, als ob du das nicht seit je gewusst hättest. Ja. Und jetzt will ich es nicht mehr. Nein, ich will's nicht mehr ertragen. Was jetzt auf einmal? Marie, du bist launenhaft. Ja, da hast du wirklich recht. Ich hätte es nie ertragen sollen. Aber es ist noch Zeit. An so einem wunderschönen Morgen. Das ganze Jahr plagt man sich ab. Gott, und da macht man einmal einen freien Tag und dann kommt sowas. Es tut mir leid, lieber Gustav, aber wir werden miteinander reden müssen. Nein, 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 nein. Ich will nicht. Wozu denn? So wie bisher. Nein, lieber nein, hör auf. Gustav, ich will nicht. Aber ich hör auf, ich gehe. Gustav, Marie, dieses schau. Eine Mal na, im Leben nein, wirst du nein, tun, was nein, ich nein, will. Nein, 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 nein. Nein! Frau Jura? Delfine? Wo ist denn Ihr Mann? Ja, so. Seit wann sagen wir uns denn wieder Sie? Ja, ich dachte, wir sind unter uns. Franz? Ja? Komm mal her zu mir. Ich habe einen Verdacht. Was denn? Ich habe den Verdacht, es wäre dir nicht ernst mit mir. Was? Na, Marie, das glaubt man nur, weil ich manchmal so unernst wirke. Aber nein, nein, was ich einmal versprochen habe, das halte ich. Ja, ich hoffe. Na ja, das wäre ja... Das, Marie? Ja. Na, ich habe das Gefühl, Marie, dass du deinen Mann ein wenig unterschätzt. Also gut, er hat manches, was für eine Frau nicht angenehm ist, zugegeben, aber ich finde, er ist ein ganz, ganz außergewöhnlicher Mensch. Ja, glaubst du? Na komm, jetzt bist du ungerecht zu mir. Also, pardon, ich war's auch, aber jetzt, wo ich ihn kenne, Marie, ich bin überzeugt davon, dass es für dich ist, dass es bestimmt für dich der... Franz, das ist aber nicht der Zweck, warum wir hergekommen sind. Nein. Nein, eigentlich nicht. Na also. Sie haben mich gerufen, Frau Mar- Ja, richtig. Nein, 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 nein. Es ist gut, dass du da bist. Sehr gut. Marie hier verkennt vollkommen ihren Mann. Aber du liebst ihn doch nicht, wahr? Also dann bitte, bitte, sag ihr, was er für ein Mensch ist. Was läuft denn jetzt? Ihr wisst immer, wenn ich ernst mit Leuten rede, lachen sie. Nein, nein, niemand lacht, Franz. Niemand lacht. Aber jetzt ist es viel wichtiger, dass Frau Delfine seine Schinkenschnitten kennenlernt, ja? Die Heinkschnitten. Mhm. Es gibt auch eine Heinktorte. Ja. Sie bekommen das Rezept von mir. Aber nun zu den Heinkschnitten. Ja. Also, möglichst dünn geschnitten, möglichst dünn das Brot, aber trotzdem dick belegt. Dick mit Butter, dick mit Schinken, trotzdem klein, bitte. Ja. Oi. Bitte, 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 bitte sei vorsichtig. Ja. Denk von, du mit deinen zwei Botschaften Foto. Ja. Guten Morgen,
Adelfine. Morgen. Was macht ihr, Fang? Dem Fang geht's ausgezeichnet. Ja, ich muss nachher noch einmal zum Tüpfel. Sie kommen wieder mit, ja? Ja, ich komme mit. Sagen Sie mal, wie haben Sie gesagt? Wie heißen diese... Ja? Na, diese... Sie meinen die Euglenen? Wie? Euglen. Euglen, Euglen, Euglen. Euglen, klingt gut. Euglen. Und Sie sagen, man kann gar nicht entscheiden, ob das Tiere oder Pflanzen sind? Ja, also die Euglenchen selber können das nicht entscheiden. Die Euglenen machen immer hin und her zwischen Tier und Pflanze, immer hin und her. So ein bisschen wie wir Menschen immer hin und her zwischen Gott und Tier. Ja. Das ist erstaunlich, nicht? Das ist erstaunlich. Was ist das? Das sind deine Schinkenschnitten. Hat Frau Jura dir bereitet. Ach komm, sie muss es lernen. Das kannst nur du. Ich werd dann schon mal vorausgehen und Sie tümpeln dann nach, ja? Ja. Und wenn du dann etwas Zeit hättest, würde ich ganz gerne... Aber ja, wann du willst, Franz, für dich immer. Ja, ich meld mich. Also dann, beim Tümpeln. Ja. Was will er denn von dir? Ja. Adieu. Interessierst du dich auch für seine Euglenen? Ja, natürlich. Ich muss Ihnen mal sagen, Frau Delfine, dass Sie mir Ihren Mann ja vollkommen falsch geschildert haben. In der Beschreibung habe ich einen trockenen und langweiligen Wissenschaftler erwartet und es begegnet mir eine durch und durch künstlerische Natur. Dass Frauen für den inneren Wert eines Mannes so gar keinen Blick haben. Frauen sind imstande, 10 Jahre mit einem Mann zu leben, ohne zu wissen, was er ist und was sie an ihm hat. Das ist... Nein. Bittchen, was für ein Fleisch soll den Kuh werden und wie viel, gnädige Frau? Frau Delfine, ja? Da, der Pollinger fragt sie etwas. Mich? Ja, was für ein Fleisch und wie viel der Fleischhocker bringen soll. Das weiß ich doch nicht. Hollinger! Ja? Hast du schon alle früh ein Sitzen? Na, warum? Wen fragst denn du? Die gnädige Frau. Der gnädige Herr hat gesagt, ich soll die gnädige Frau fragen. Und die gnädige Frau hat gesagt, ich soll die gnädige Frau fragen. Ist ja alles gleich, ich will nur wissen, was für ein Fleisch. Ochs! Na, auch schon Rindfleisch. Wer ist hier die gnädige Frau? Ich habe ja auch geglaubt, die gnädige Frau ist die gnädige Frau. Aber die gnädige Frau hat gesagt, dass die gnädige Frau ist. Mir ist doch alles gleich, ich kenne mich auch nicht mehr aus. Na ja, es ist schon gut. Später. Und komm nicht einfach so herein, ja? Klopf wenigstens an. Was? Jetzt auch noch? Ja. Na, jetzt auch noch. Warum denn jetzt nicht mehr? Dieser alte Säufer! Du bist ja wirklich unglaublich! Ja, du! Also, dass du es drauf an... Entschuldigen, sind Sie so lieb und... Lassen mich bitte einen Augenblick mit deiner Frau allein. Wir haben was zu besprechen. Ja, bitte, im Nebenzimmer ist mein Pianino, da kannst du ein bisschen üben, wird nicht schade. Ach komm, jetzt lass ich doch erst frühstücken. Wir können doch auch ein bisschen später frühstücken, nicht? Das macht doch nichts, nicht? Nein.
Das dann. Macht überhaupt nichts. Also, du bist wirklich ganz lieb. Nicht nett mit deinen Gästen. Ganz lieb. Du sag einmal, was fällt dir denn eigentlich ein? Wie kannst du dem Pullinger sagen, er soll die Frau Jura in Haushaltsdingen fragen? Muss ich dir noch einmal erklären, dass ich nicht daran denke, sie zu heiraten? Arme Frau, was wird sie denn jetzt machen? Pianissimo! Bitte, Herr, das ist ein Pianino! Der Anschlag ist ein Mordanschlag! Da geht's doch für Ihren Mann ganz gut. Ja, zu spät, zu spät. Da hast du was vergessen. Ihr Mann wird jetzt mein Mann. Wieso? Ach so. Ach, bitte, Marie, bitte. Was ist euch denn da eingefallen? Ich meine, ihn kann ich ja verstehen, was soll er mit der Kleinen auf die Dauer? Aber du hast doch schließlich mich. Wann? Wie? Wann habe ich dich? Nur wenn du müde bist oder krank oder gerade mal erfolglos? Hm. Ja, beim Essen auch, natürlich. Bin ja deine Köchin. Du kochst hervorragend. Das reicht mir nicht. Das ist für eine Frau zu wenig. Was willst du? Bitte, was willst du von mir? Ist das eine Liebeserklärung? Ja. Nein, das wird doch lächerlich in meinen Jahren. Wenn du das nicht selber fühlst, was du mir bist, ich kann es dir nicht sagen. Kann ich nicht. Man hört, du kannst es anderswo ganz gut. Ach, meine Güte, ja, die sogenannte Liebe. Ach, bleib mir weg damit. Nein, lieb, verstehst du, wirklich lieb gehabt, hab ich nur dich. Nur dich. Und das ist ein Unterschied, ob man eine lieb hat oder man sie ganz einfach nur liebt. Aber ich will das auch einmal erleben. Wünsch dir das nicht, das steht nicht dafür. Beneide jeden, der davon verschont bleibt. Aber warum denn dann? Wie, was, warum? Warum fängst du denn dann immer wieder damit an? Ja, warum? Ja, warum? Das weiß man nicht. Ich bin mein eigener Herr. Ich kann tun und lassen, was ich will. Ja, mit dir, aber nicht mit mir. Also bitte, was ist denn auf einmal los mit dir? Schau aus dem Fenster, willst du mir diesen wunderschönen Tag verderben? Den hast du mir ganz oft verdorben, wenn ich zu Hause saß und wusste, du gibst gerade ein Konzert. Du hast nie etwas gesagt. Nein. Ich habe getan, als wäre nichts. Ach, Gustav, ich finde, dass das keine Ehe ist, wie wir zusammenleben. Was? Warum denn? Kannst du sagen, dass das eine Ehe ist? Eine Ehe, meine Ehe. Was ist eine Ehe? Ich find's wunderschön. Für mich ist es wunderschön. Für dich nicht? Für mich? Ja. Wunderschön? Naja, jetzt häng dich nicht ans Wort. Wunderschön ist mein Gefühl für dich. Auch heute noch. Ja, also. Kurioserweise. Und darum gehe ich jetzt besser von dir weg. Bevor es zerbröselt. So mit Kerl, ja? Mit seinen glitschigen Euglenen. Marie, ich warne dich. Ich warne dich vor solchen jungen Männern. Bitte, der macht dir doch was vor. Ich kenne die Menschen. Nein, das tust du nicht. Haben Sie mich gerufen? Ist was passiert? Nein. Ach so, nein, das ist was. Das... Du tust mir Unrecht. Das Schöne für mich war immer das sichere Gefühl deiner Begeisterung für mich. Am ganzen Menschen, der ich bin, mit allen seinen Folgen. Folgen? Ja, ich habe mir gedacht, du sagst, na schön, das gehört bei ihm dazu, so ist er nun einmal, sonst wäre er nicht komplett. Ja, das wollen wir ja auch nicht verkümmern. Nein,
Ja, das bist du nicht. Weißt du, ich war dir dankbar, weil ich annahm, du verstehst, dass das zu meiner ganzen Art dazugehört, diesen Glanz um mich zu brauchen und Bewegung und Menschen und ja, und den Blick der Frauen, der mich verjüngt. Der Blick. Ich kann nicht wie ein Schneider leben. Ich brauche dieses Flimmern und das Flirren. Ich brauche das. Ich brauche Menschen um mich. Ich jetzt mehr denn je. Ich kann doch nicht plötzlich aufhören. Oder findest du mich auch schon alt? Bitte, stell dir vor, ich werde jetzt plötzlich ein braver Ehemann. Bitte, dann heißt doch gleich, jetzt zieht er sich zurück. Wer sich selbst geschlagen gibt, ist selber schuld. Verstehst du es nicht, Marie? Die Frauen, das ist der Erfolg. Man braucht das, man braucht es auch fürs eigene Gefühl. Ich will nicht alt sein. Du lässt die Sommerkleider an, um den Winter aufzuhalten. Hm? Am Ende kommt der Winter doch. Und du frierst doppelt. Und allein. Was ist denn? Ihr habt gesagt, wir rufen Sie. Gleich. Ich dachte nur, ja, wir sind noch, weil ich doch noch nicht gefrühstückt noch, habe. Ist bitte, ja, gleich. Und uns ein bisschen üben, ich höre nichts. Immerhin weiß ich jetzt, warum du immer wieder damit anfängst. Mein Gott, bitte sag nicht, ich fang an. Ach so, sind Sie jetzt? Nein, das will ich ja nicht behaupten, aber es fängt halt an. Es? Ja, man kann es nicht anders sagen. Es ist so. Es, ja, es, das ist wie mechanisch. Mechanisch? Ja, Marie, das ist wie beim Schach. Das ist wie beim Schach, genau. Nimm zwei gute Spieler, ja. Fängt der eine an, weiß der andere sofort, spanische Partie, Damenkapitel, und schon geht's Zug um Zug, und schon ist man voll im Spiel. Und? Genau, und genauso ist es bei den Frauen. Plötzlich bist du voll im Spiel, bevor du überhaupt daran gedacht hast. Marie, bitte stell es dir vor. Ja? Die Dame sitzt da neben mir. Erwartungsvoll. Man hat ja seinen Ruf. Und wenn sie schon das Glück hat, neben einem zu sitzen, dann will sie natürlich auch was. Nicht? Naja, ein Autogramm, mein Gott. Was willst du denn tun? Du langweilst dich. Ein wirkliches Gespräch ist mit solchen Damen ja selten möglich. Man will aber auch nicht unhöflich sein, um irgendwas zu sagen, schaust du sie an und sagst, sie sind ein seltsames Geschöpf. Bist du verloren? Oder du sagst dir, jetzt kommt ja bald wieder der Frühling, bist du auch verloren? Oder weil dir gar nichts einfällt, dann sagst du, amore morte, Liebe tot, dann ist ganz aus. Es ist ja egal, was du auch äußerst, sie hakt ein. Und du natürlich auch, ja. Schon aus Bequemlichkeit. Und schon mir nichts, dir nichts, ist man mitten drinnen in dem Spiel. Da kannst du da nicht aufstehen und sagen, pardon, ich habe ja gar nicht spielen wollen. Ich meine, sie hat es ja vielleicht auch nicht wollen. Nicht? Aber wenn man schon einmal so nebeneinander sitzt. Was ist denn das für ein Trübsinn, Gustav? Da bist du denn selber nichts? Hast du kein Herz, das dir befiehlt, was du zu tun hast? Jetzt sei doch ein Mann, ein Wort. Oh, bitte sei doch nicht so ungemütlich. Ich hab dich lieb. Marie, ich hab dich lieb. Ich brauch dich. Willst du bitte trotzdem meine Frau bleiben? Marie. Ich hab dich lieb. Ich sollte dich mit Franz betrügen. Versuch's. Ich soll es versuchen. Ja, versuch's. Du kannst es nämlich nicht. Nein,
bei mir gibt es kein Es, das anfängt. Entweder ich tue was oder ich tue es nicht. Das stimmt. Das stimmt. Ja, das stimmt. Und jetzt bin ich neugierig, was du tun wirst mit deinem Euglenen Franz und mit meiner Pianistin. Als erstes wirst du den Finger sagen. Ich werde dich bestimmt nicht, nein. Erlaube, Gustav, du wirst den Finger Marie, sagen. Marie, kein Wort. Na bitte, also, das macht ihr unter euch aus. Ich habe das hier nicht angefangen. Gustav. Ich? Ach so, nee, also wenn du das so meinst, ja, aber bitte, du schau. Ach, ich bin in so Affären, irgendetwas schief oder nicht gut, da bin ich so ungeschickt. Bitte, arrangier du das, bitte. Du, wenn ich das mache, dann wird das furchtbar kompliziert und es wird peinlich. Ich kann's nicht. Ich muss jetzt essen. Ich will ihn doch nicht verhungern. Und Sie haben noch nicht gefrühstückt, nicht? Nein. Ja, also, bitteschön. Bitte, Delphinchen, es ist alles bereit. Bitte. Ja? Ja, aber natürlich, bitteschön. Alles ist da. Bitte sehr. Marie, bitte, du sorgst dafür, dass ihr nichts fehlt, gell? Sprecht's euch aus, sprecht's euch über alles aus. Oh, werdet glücklich. Ich will nichts als euer Glück. Sie sind sein Glück. Und ich werde Ihnen helfen. Ich werde immer da sein, wie ein treuer Hausgeist. Das habe ich ihm gerade versprechen müssen. Ich habe ihn ja so lieb. Aber Sie wollen doch jetzt Franz heiraten. Ja, schon. Aber Franz und Gustav, die beiden kann man nicht vergleichen. Sie sind ungerecht. Franz ist kein Gustav Heinck. Dann verstehe ich nicht, warum Sie nicht bei Gustav Heinck geblieben sind. Ich wäre so gern bei ihm geblieben. Aber er liebt Sie. Da sucht man eine Zuflucht. Eine Zuflucht? Ja, einen stillen Winkel, wo man in Ruhe seine Wunden lecken kann. Sie scheinen sich Franz ja sehr genügsam vorzustellen. Er ist ja nicht verwöhnt. Ich hab doch gedacht, dass Sie ihn wenigstens lieben. Ihn lieben? Ach, Es ist doch ein Verbrechen, ihn zu heiraten, wenn Sie ihn überhaupt nicht lieben. Nein, nein. Ich mag ihn. Das müsste eigentlich genügen für den zweiten Aufguss. Er muss eben auch Opfer bringen, damit Gustav glücklich wird. Wir müssen alle Opfer bringen, damit Gustav glücklich wird. Er, ich und Sie. Nein. Nein. Nein, da verzichte ich lieber. Was? Auf Gustav Heinck verzichten? Mhm. Ist das Ihr Ernst? Mhm. Delphine, ich muss dich kurz bitten, uns für einen Augenblick allein zu lassen. Ich werde ständig weggeschickt. Ich werde es dir dann schon erklären. Ach, jetzt lass ich doch erst frühstücken. Nein, das hat Zeit. Ich muss jetzt mit dir reden. Geh schon. Ich gehe ja schon. Was? Du hast noch nichts gefrühstückt? Nein. Ich habe noch nicht gefrühstückt. Delphine, du, da drin ist auch ganz schön. Was ist denn, Franz? Ja, das ist eine schöne Geschichte jetzt. Und das Schlimmste ist, dass du glauben wirst, dass ich... Marie. Ja? Ich habe selten jemanden gekannt, mit dem sich so gut reden lässt und der mich so versteht wie du. Mit dir zu leben muss wirklich sehr, sehr schön sein. Dass man gut und gerne miteinander redet, ist aber nicht alles. Wie? Ach so, du meinst das andere. Ja. Nein, da wären wir auch nicht dran. Aber Marie, du kennst mich ja jetzt ein wenig. Und du weißt ja, mir begegnen immer zu Schwierigkeiten. Ja. Das ist schrecklich mit mir, nicht? Aber weißt du, das schrecklichste Problem ist, dass ein so gescheiter Mensch wie du, liebe Marie, so dumm sein kann. So dumm! Ich meine, Patron, aber dass du im Ernst das denken können, Gustav und Delphine sollen heiraten. Die beiden wären unbeschreiblich unglücklich miteinander. Na, Franz, die Idee war nicht von mir. Hm?
Ja, das weiß ich doch. Das weiß ich doch. Ich kannte ja Gustav überhaupt nicht. Er ist ganz anders, als ich dachte. Delfine hat ihn mir völlig falsch geschildert. Die hat ja überhaupt keine Ahnung von Gustav Heik. Und du auch nicht. Ja, du auch nicht. Ja, sank mich nur aus. Ja, mach ich. Mir ist nämlich etwas aufgefallen. Für Gustav gibt es auf der ganzen weiten Welt nur eine einzige Frau, die dieser sehr, nun ja, spezielle Mensch sie braucht. Und weißt du, wer das ist? Das bist du. Das weiß ich, Franz. Das wusste ich, als ich ihn geheiratet habe. Er braucht mich und ich brauche ihn. Aha. Und das hast du jetzt vergessen, oder was? Nur weg von ihm? Nur weg, Marie. Man muss sich schon Mühe geben mit der Liebe. Man muss sich Mühe geben mit den Menschen. Ich fange ja gerade damit an. Mit ihm, mit ihr, mit dir. Wieso mit mir? Was machst du denn jetzt? Du hast das mit mir nicht ernst gemeint? Nein, keinen Augenblick. Also, das ist doch die, wie du lügen kannst. Das heißt, du bist nicht verletzt, wenn ich jetzt zurücktrete? Aber nein. Ich liebe dich. Du, aber eines muss ich wissen. Was denn? Du warst bereit, deine Frau herzugeben? Ja. Und jetzt bist du wieder bereit, sie zurückzunehmen? Ja. Liebst du deine Frau? Ja. Also, ja. Naja, es kommt drauf an. Ja, es kommt darauf an, was für sie das Beste ist. Ah. Denn nur darauf kommt es an. Ja, du bist ein Unmensch. Ich bin ganz verliebt in dich. Störe ich? Was? Nein, was? Nein. Ich will überhaupt nicht stören. Nein, wir sind gerade fertig. Ich muss ja sowieso in die Küche, sonst gibt es ja nichts zu essen. Ja, und bitte, ja. Beschäftigen Sie ihn ein bisschen, sonst kommt er mal gleich wieder nach. Jetzt sag schön, Franz, nur 5 Minuten. Ich bin gleich wieder bei dir. Ich bin gleich wieder bei dir. Ja, das glaube ich. Franz, komm schnell. Komm. Franz, bitte hör mir zu. Franz, wir müssen von ihr weg. Sofort. Was? Warum denn? Die meint es falsch. Aber den Viertel dieser Frau ist... Falsch! Na, wie du die Menschen kennst, Delfine. Franz! Diese Frau ist das... Diese Frau ist falsch und abgefeimt! Delfine, das ist die beste Frau, die Franz, jemals... von Frauen verstehst du nichts. Dieser Frau verdanken wir das... Franz, sie lügt. Delfine, diese... Ich schwöre dir, sie belügt dich. Delfine, diese Frau ist... Du glaubst, dass diese Frau... Ja, diese Frau ist... Sie liebt dich nicht. Was? Sie liebt dich nicht. Nein. 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 Weißt du, was sie sagt? Nein. Du bist... Ihre Zuflucht, ihr stiller Winkel, der zweite Aufguss. Franz, diese Frau ist ein Vampir. Franz, ach mein lieber, liebster Franz. Ja, ja. Was ist mit Gustav? Du liebst doch Gustav. Nein, bleh. Ich will nicht mehr. Aber du hast ihn geliebt, nicht wahr? Ich weiß es nicht. Ach, bitte, Franz, frag mich nicht. Quäl mich doch nicht so. Franz? Ja? Du musst mich ab jetzt fester halten, Franz. Du musst mich packen. Ich pack dich. Ja. Ich. Oh, mein Franz. Oh, mein Franz! So, komm jetzt lass uns fliehen! Ja, was? Warum? Fliehen, bevor es zu spät ist! Aber wieso fliehen? Das ist. Ja, na gut, also ich will nur noch rasch auf Wiedersehen sagen. Nein, Franz! Wenn wir es wieder vor diesen beiden grauenhaften Menschen stehen, dann sind wir verloren! Franz, wenn du mich hier ein bisschen lieber gehabt hast. Was hast du denn? Franz, ich habe nicht gewusst, wie lieb ich dich habe.
Du, ich werde dich jetzt packen. Ja. Franz! 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 Komm! Wir packen. Wir fliehen. Ah ja, ja. Ich komme! Ihr Hut, der Lok da! Bravo, bravo, bravo. Ja, die sind wir los. Weißt du was, Marie? Jetzt bleiben wir zwei ganz still. Ein paar Tage hier. Magst du? Wenn du willst. Du bist die Einzige, die ich hier lieb gehabt habe. Glaub mir, wenn ich an die anderen denke, ich begreife das selber nicht. Spanische Partie, Damengambit, nein, dein erstes Anfängen. Nein, nie mehr, nie mehr. Glaub mir, das fühle ich nicht. Was ist denn? Ich muss noch einmal in die Küche. Jetzt? Ess mal bald! Wir sind Idioten. Wir sind Idioten. Alles sanft dort unten in der Stadt. Nichts mehr davon wissen. Sich um nichts mehr kümmern. Und nie mehr ein Konzert. Ja, was ist? Gnädiger Herr. Was denn? Eine Dame, noch eine Dame. Wie, was für eine Dame? Wie heißt sie denn? Man bringt es nicht heraus, sie ist so aufgeregt. Sie sagt, sie, sonst muss sie sich töten. Ah ja, also eine Schülerin. Eine dir. 822 Meter über dem Meer. Meister! Ja, Elfchen. Na, das ist ja eine Überraschung. Und die schönen Blümchen? Ich habe sie auf dem Weg im Wald gepflückt. Jedes Blümchen eine Träne. Ja, deshalb sind sie noch ganz nass. Wenn Sie wüssten, was ich getan habe. Was denn? Es hat mich hergetrieben, wie gejagt. Oh, was habe ich getan? Ja, um Gottes Willen, was haben Sie denn getan? So erzählen Sie es doch. Aber werden Sie mir auch vergeben? Wer kann solchen Augen widerstehen? Ich war's. Sie war's. Was? Na, ich war's, die dem Dr. Jura telegrafiert hat. Aber nur aus Hass auf die Frau Jura. Diese Frau ist Gift ja, für Sie. Ja, aber die ist ja schon weg. Ah, die ist schon weg? Ja, die ist weg. Setzen Sie sich. Sie müssen ja ganz müde sein. Hm? Nein. Und hungrig. Ich werde gleich nachschauen. Nein, nichts essen. Ich habe Sie in Ihrer Hütte. In der Hütte? Ist gemütlich, nicht? Und ringsherum ist der Frühling. Gustav. Ja? Ich bin dein Frühling. Oh. Du hast Besuch. Naja, ich will nicht stören. Was soll ich denn tun? Du siehst doch. Spanische Partie, Damengambit. Nein, nicht dieses Schach. Ich ruhe mich etwas aus. Ich lege mich aufs Bett. Gustav, küss mich nur einmal, ganz schnell. Das ist der schönste Augenblick in meinem ganzen Leben. Wo
Und schöner wird's nicht. Es wird nicht schöner. Thank you.